Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch ein weiteres Playmobil Osterei und zwar die Mondscheinkönigin mit Baby Pegasus. Ein ganz tolles Set. So sieht es aus. Hier das Baby Pegasus, hier die Königin mit einem wunderschönen Rock, einer Krone und einem Zepter. Und das Ei kostet normalerweise 7,99 Euro. Und ich habe es ja auch schon im letzten Video gesagt, zurzeit ist eine Aktion bei Müller. Da bekommt ihr das Ei dann für 4,99 Euro. Hier seht ihr die Tüte. Es sind insgesamt 12 Teile. Hält sich in Grenzen, man muss nicht so viel aufbauen. Hier die Flügel vom Baby Pegasus sind nochmal extra verpackt. So, und die machen wir jetzt auch gleich ran. Ne, die kommen auf die andere Seite. Hier, die werden einfach hier eingesteckt. Und nochmal dasselbe. So, das kleine Baby Pegasus wäre schon fertig. Ich zeige es euch gleich mal. Sieht doch richtig niedlich aus. Der Kopf lässt sich bewegen. So, und jetzt baue ich die Königin zusammen. Ich zeige sie euch mal. Mit einem wunderschönen lilafarbenen Rock. So lange Handschuhe. Die Haare sind ja so silberfarben. Das Gesicht ist geschminkt. Und sie hat auch silberfarbene Schuhe an. So, jetzt bekommt sie erstmal ihre Krone. Dann gibt es hier noch eine, ja, was sagt man dazu, eine Art Kapuze. Die wird einfach hier so aufgesteckt. So, und jetzt bekommt sie ihren Rock. So, einfach zusammendrücken. Und hier auf der Rückseite kommt noch eine Schleife hin. Und jetzt zum Schluss bekommt sie noch ihren Zepter. Da kommt oben noch so ein Edelstein drauf und hier auch. Und dann geben wir der Königin gleich mal in die Hand. So, jetzt zeige ich euch die Figur noch mal aus der Nähe. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter und hinterlasst ganz viele Kommentare. Und schaut morgen wieder rein, da zeige ich euch dann das nächste Playmobil Osterei und zwar der Ritter mit dem Drachen. Bis bald, euer Ceratus 1.